Willkommen zurück, Digimon-Freunde, zu Digimon World Next Order. Ich breche gerade auf in den Unendlichkeitskessel. Jetzt an diesem schönen neuen Tag, an dem wir auch wieder eine Exe durchführen können und hoffentlich deshalb auch ein bisschen sicherer unterwegs sind. Items habe ich allerdings kaum welche. 19 große Heilungsdisks konnte ich kaufen. MP-Disks immerhin noch 16, aber ja, eher spärlich. Wenn wir heute einen großen Gegner haben, bei dem wir eine Exe durchführen können, ist das gut. Und sonst, ja, ich weiß auch nicht genau, wie wir das hier machen wollen. Ich denke, wir werden das Finale nicht mit Ophanimon und Rosemon bestreiten können. Dafür werden die einfach nicht lang genug durchhalten. Deshalb, ja, nehme ich an, dass wir noch eine neue Generation von Digimon kriegen werden. Und die will ich dann auch nicht im Trainingsraum trainieren, sondern durch Kämpfe. Das ist deutlich effektiver. Ich habe es halt bisher nicht gemacht, weil es zeitintensiver ist, zumindest was die Real-Life-Zeit betrifft. Oh, verdammt, eigentlich kann ich mir nicht leisten, gegen dich zu kämpfen, Meteormon. Aber ich will auch nicht fliehen, weil dann kann ich keine Kämpfe mehr, keine Echse mehr einsetzen, ohne Freundschaftswert. Aber ich kann auch nicht gegen ihn kämpfen. Verdammt! Ach Mann, ist das jetzt blöd. Und Ophanimon hält auch einfach nichts aus. Also, sie nimmt so viel Schaden. Und sie teilt einfach nicht aus. Na. Lalala. Hier geht's. Ich bin wieder besiegt. Oh mein Gott. Nee, keine Echse, nicht gegen ihn, aber eine Fähigkeit fusionieren vielleicht. Dann sollte er auch besiegt sein, oder? Ich hoffe schon. Ah. Ätzend. Es ist einfach so schwierig, es hier zu kämpfen. Nö, er ist noch nicht besiegt. Da werden wir noch einige Angriffe brauchen. Super. Wie viel KP hat der denn oder TP? Oh, wenn die jetzt beide so wenig TP bei uns haben, dann werden die gleich wieder ein Pflaster brauchen. Das habe ich aber nicht. Das ist furchtbar. Ich habe auch einfach kein Geld, um mir was zu kaufen. Ich bin total in der Sackgasse. Super. Endlich. Boah, was für ein Kampf. Ja, und dafür gibt es eine Heilungs-Holodisk und 1500 Bit. Danke. Nice going. Ja, habe ich noch ein Pflaster für Rosemon? Ich glaube nicht. Eins habe ich. Nee. So. Okay. Naja, dann gehen wir mal weiter in Bereich 3. Blackie und Blackosaurus sind hier, super. Gegen die werde ich aber ganz sicher nicht kämpfen. Und auch gegen Metal Marmimon möchte ich eigentlich nicht kämpfen. Wenn es mich kriegt, habe ich verloren. Aber es ist ganz gut so. Rosemon wehrt mich quasi, oder wehrt das mit einem Marmimon ab. Da jetzt einmal den Kämpfen auszuweichen, macht mich auch nicht stärker. Aber, ja.
An dem komme ich, glaube ich, nicht vorbei. Oder an dem komme ich besonders gut vorbei. Okay. Ja, mal gucken. Die Gebiete hier sind soweit eigentlich relativ langweilig, wenn ich das so sagen darf. Ebene 4. Okay, Mega Seedramon, Blue Meramon und da ist, jetzt muss ich überlegen, Okuvamon? Oder ist das krank? Nee, das ist Okuvamon. Doch, doch. Na, was willst du? Bzzzt, du ein Mensch? Ich hab dich noch nie gesehen. Wieso bzzzt du hier? Ich erklär's ihm. Ich wurde von einem anderen Menschen besiegt und bin dann hier gelandet. Vielleicht ist der Mensch tiefer in diesem Gebiet. Du würdest sie besiegen gehen, oder? Dann haben wir beide dasselbe Ziel, aber ich kann nicht einfach glauben, was du da erzählst. Ich meine, das ist ein Story-Digimon. Vielleicht ist es deshalb einfach zu besiegen. Naja, vielleicht aber auch nicht. Aua, warum wirfst du Meteor auf mich? Den kann ich aber gar nicht besiegen. Guck mal, den mache ich überhaupt gar keinen Schaden. Oh Mann. Nee, wenn ich dem gar keinen Schaden mache, muss ich hier die Echse einsetzen. Schade. Dann erreichen wir heute nicht mehr als Okuvamon, fürchte ich. Na gut. So, Rosemon im Burst-Modus. Zeig, was du kannst. Ah, da bist du, ja. Tschö. Ja, das war schon ganz gut. Ich weiß, dass ich bei Peldramon eine DNA-Digitation durchführen können, hätten wir immer einen Rosemon. Aber das ist dann nicht so stark wie bei der Echse. Und wenn ich das mache, dann hat das den Freundschaftswert nicht mehr hoch. Ich weiß auch gar nicht, ob ein Rosemon im Burst-Mode überhaupt noch eine Echse mit dem Partner durchführen kann. Also es ist so, man sucht sich aus, wer von den beiden digitieren soll. Und der andere geht eine Stufe niedriger. Das ist dann quasi die DNA-Digitation. Das ist ein bisschen komisch hier gemacht, aber ich weiß halt nicht, ob das sinnvoll wäre. Ich verstehe, du lügst nicht. Ich bin hier geblieben, um nochmal gegen diesen anderen Menschen zu kämpfen, aber ich fühle mich nach dem Kampf mit dir so erholt. Vielleicht ziehe ich mir mal Flotieren an. Okay, immerhin. Ein neuer Bewohner. Wie gehe ich denn hier am besten? Wenn ich hier rausgehe und versuche, nicht mit Mega Seedramon in Kontakt zu kommen, nehme ich auch nicht den richtigen Weg. Naja, ist egal. Das geht. Okay. So, wieder allem ausgewichen. Ebene 5. Dann haben wir hier Mega Kabuterimon. Da haben wir doch einen Zettel für. Von Stingmon? Rede mit mir. Wer bist du? Was willst du? Ich habe einen Brief von Stingmon. Einen Brief von Stingmon, lass sehen. Dieser Kerl. Schaust du so, ich weine nicht, du weinst. Ich bin in den Unendlichkeitskessel gekommen und habe bei meiner Erkundung die Zeit aus den Augen verloren. Ich habe meinen Freund vergessen, der sich so Sorgen um mich macht, also ich hab's vermasselt. Ich muss Stingmon dafür danken, dass er an mich gedacht hat und ich habe lange kein Sonnenlicht mehr gesehen. Ich gehe in die Stadt, Stingmon wartet dort auf mich. Ich überlasse dir die Erforschung dieses Gebiets. Okay, aber ich muss jetzt... Ich muss jetzt mit dem Autopiloten fliehen.
Es ist billig, ich weiß, aber es geht nicht anders. So, was haben die beiden denn hier jetzt? Oh, Kufamon ist nach Flotin zurückgekehrt. Es ist direkt ins Landwirtschaftsviertel gegangen. Es mag Orte mit gutem Boden. Mega Kaputerimon ist nach Flotin zurückgekehrt. Es ist ins Forschungsviertel gegangen. Offenbar mag es das gerne abgehoben. Okay, 108 haben wir jetzt als Wohlstand. Sehr schön. Ja, was mache ich jetzt mit dem Rest des Tages? Das ist eine gute Frage. Ich, werde trainieren gehen. Wie viel Geld habe ich denn? 13.000 ist gar nichts. Ja, dann kann ich mich eigentlich auch nicht leisten, irgendwo hinzufliegen. Ja, dann gehe ich jetzt trainieren. Und wir sehen uns gleich noch wieder beim nächsten Tag, wenn ich versuche, irgendwas zu erreichen. Aber ohne Äxte gehe ich nicht in den Unendlichkeitskessel. Ich hoffe, das ist verständlich. Wo ist denn Mega Kabuterimon? Ich sehe es gar nicht. Ach, hier. Hallo, ich freue mich, für dich zu arbeiten. Das Licht ist perfekt hier. Komm ich mal besuchen. Ah ja, okay. Der erhöht ein bisschen die Freundschaft. Ja gut, wir sehen uns gleich. So, bevor ich in den Unendlichkeitskessel gehe, wollte ich hier nochmal bei Kuvagamon oder Okuvamon, nicht Kuvagamon, vorbeigucken. Wir werden sicher gut zusammenarbeiten. Das hier ist vielleicht hilfreich. Ich möchte Heilungs-Items für das Felder pflügen. Naja, ich brauche jetzt eigentlich keine Nahrung oder so, deswegen lasse ich das mal. Und die Heilungs-Items sind mir wichtiger. Okay, dann wissen wir, was er macht. Ich versuche hier noch irgendwas abzugraden. Aber ich habe auch in letzter Zeit keine Materialien gefunden, also wird das wahrscheinlich nichts. Bauarbeiter sind mir eigentlich nicht so wichtig. Ja, den Ausrüstungsladen, den würde ich ganz gerne upgraden, aber dafür habe ich nicht genug Sternenholz. Ne, die Börse würde ich eigentlich nicht upgraden. Aber irgendwas will ich schon upgraden. Das Labor vielleicht. Machen wir mal den Angelteich. Nutze ich zwar nie, aber naja. Okay, ich gehe in den Kessel auf Ebene 5, waren wir das letzte Mal. Da geht's weiter. So, Ebene 5 wieder. Ich konnte diesmal auch jedem ausweichen. Das Problem wird sein, das Datamon dort, da steht so im Weg. Da werde ich kaum drum rumkommen, oder? Also, ja, ich glaube, ich werde nicht von ihm getroffen. Okay. Da ist ein Platinum-Sukamon. Numemon. Ich habe das Gefühl, gegen die zu kämpfen wird was bringen, aber das ist mal. Dann noch ein Datamon? Okay. Ich hier unten lang, dann sollten wir dem eigentlich entkommen können. Wenn er uns sieht, kann ich ganz schnell ins nächste Gebiet fortschreiten. Okay. Ebene 6. Okay, Black Rockwormon und dort ist Lady Devimon. Für sie will nicht kämpfen. Wen haben wir auf der anderen Seite? Ah ja, okay. Sakuyamon. Nun, wen haben wir denn hier? Menschenkind. Bist du den ganzen weiten Weg gekommen, nur um mich zu sehen? Nur mal ganz ruhig. Ich habe kein Interesse an einem Kampf. Willst du nicht erst hören, was ich zu sagen habe? Wenn du dann in die Stadt kommst, gerne. Ah, meine Güte, du kommst schnell zur Sache, nicht? Aha. Der junge Shoroma hat mich einst dasselbe gefragt, weißt du? Er war nur nicht ganz mein Typ. Ich habe mich ein bisschen geziert und er ist ohne ein Wort zu sagen davongegangen. Ich bin gerne ungebunden, weißt du? Ich mache, worauf und wie ich Lust habe. Naja, lass mich überlegen. Gerade habe ich Lust, hier wegzukommen und ein bisschen Spaß zu haben. Deine Stadt klingt ja gar nicht so schlecht. Ich werde trotzdem nichts tun, was ich nervig oder langweilig finde. Naja, wenn ich meinen eigenen Laden führen kann, gebe ich dem Ganzen vielleicht eine Chance. Ist das ein Versprechen, Kind? Du kannst machen, was du willst in der Stadt. Keine Angst, ich habe keine Lust auf einen eigenen Laden. Ach komm, ich brauche neue Items. Ich wollte nur sehen, wie du reagierst und daran messen, wie interessant deine Stadt ist. Natürlich könnte es trotzdem passieren, dass ich ein paar hübsche Läden übernehme, weißt du? Schau ruhig mal vorbei. Okay, mal gucken, ob sie wirklich einen Laden aufmacht. Das ist ja hier alles nicht ganz offensichtlich. Oh, wenn das mich angreift, bin ich tot. Und trotzdem bin ich jetzt erst noch zu Sakuyamon.
Hier geht's auch weiter und ich glaube, hier kommt gleich das Finale. Oh je. Oh, hallo. Du kommst zu einem guten Zeitpunkt. Ich heiße Sakuyamon. Ich bin zum ersten Mal seit Jahrhunderten erwacht und leider etwas durcheinander. Ich wollte zu einem Ort namens Flotien. Könntest du mir den Weg dorthin zeigen? Das ist Taumons Tau-Amulett, nicht wahr? Mach es doch einmal auf und dann... Boom. Okay. Ah, dann frage ich das Mon eben selbst. Hallo, hörst du mich? Hey, warte, wie unhöflich, Taumon. Was, eine Erklärung? Schön. Ich fürchte, dies wohl notwendig. Na gut, ich finde meinen Weg schon selbst. Okay, ich habe, glaube ich, irgendwas Wichtiges hier verpasst. Auf jeden Fall müssen wir jetzt gegen Sakuyamon kämpfen. Ich habe zum Glück noch ein paar Heil-Items gekauft, die ich auch wohl brauche, denn ich kriege hier ganz schön auf die Fresse. Also hier werden wir Rosemon brauchen. Und damit meine ich Rosemon Burst Mode. Oh je. Ach, ich hätte auch gerne Sakuyamon. Ich war ja so froh, als wir das allererste Mal das Taumon in Silber bekommen haben. Das war unser erster Partner auf dem Ultra-Level. Aber es gibt ja kein silbernes Sakuyamon. Es gibt halt Kuzuamon, das ist die violette Variante. Also von Lokumon dann quasi. Was soll das denn passieren, Rosemon? Mann, oh Mann. Wie viel Schaden das einfach macht. Echse, bevor irgendwas anderes passiert. Oh Mann. Besiegen wir das überhaupt mit Rosemon in Burst Mode? Aber Sakuyamon hätte ich auch ganz gerne. Ja, ordentlich. 10.000 Schaden. So muss das sein. Oh, verdammt. Amethyst Mandala. Oh, 13.000 Schaden, Alter. Gut, dass wir einfach mal 60.000 haben insgesamt gerade als TP. Als TP-Wert. Paralysiert das natürlich ein bisschen ungünstig, aber wir werden schon gewinnen. Sakuyamon hat keine Chance gegen Rosemon im Burst Mode. Ich kann auch eigentlich schon wieder theoretisch die verführerischen Lippen einsetzen. Die Befehlskraft reicht aus, allerdings nicht. Bei dieser Statusveränderung ja immer noch nicht. Jetzt, nächstes Mal noch angezeigt. Na ja gut, wir können es auch so besiegen, mir ist das egal. Irgendwann geht die Paralyse vorbei und dann geht's. Naja, vielleicht sollte ich aber trotzdem mal heilen. Jetzt aber. Und dann lebt es aber immer noch. Nein, tut's nicht. Okay. Ja, 12.000 Bit, das ist ganz okay. Tut mir leid. Taumon misstraut mir irgendwie.
Ihr habt mir ja etwas gezeigt, die Zeiten mögen im Wandel sein, aber Engstirnigkeit ändert sich nie. Er und ich sind von derselben Denkschule, musst du wissen. Du bist ja auch das Megalevel von ihm. Was? Ich rede zu viel? Na schön, na schön. Gut, ich habe endlich die Erlaubnis, also mache ich mich auf in die Stadt. Danke. Tja, und wir machen uns nicht auf ins nächste Gebiet, denn das würde ich unmöglich überleben. Genauso wenig, wie ich die Begegnung mit ihm hier überleben würde. Schauen wir mal, was unsere neuen Bewohner oder Bewohnerinnen in der Stadt so treiben. Got a second? Du bist zurück, der Kuto. Ich habe gute Neuigkeiten. Lady Devon hat sich der Stadt angeschlossen. Sie ist zum Hightech-Ausrüstungsladen gegangen, welchen Rat es da wohl anbieten kann. Sakuyaman hat sich der Stadt angeschlossen. Auch im Ausrüstungsladen, im Hightech-Ausrüstungsladen. Wow. Und jetzt haben wir einen Wohlstand von 112. Ja, da schaue ich gleich mal vorbei. Das interessiert mich ja doch ein bisschen, was die da machen. Übrigens in den letzten Tagen immer Lebensenergie von Ophanimon auf Rosemon übertragen, damit die ungefähr gleichzeitig sterben. Es ist wahrscheinlich trotzdem noch ein bisschen versetzt, ist aber ganz gut. Hoffe ich. So, Sakuyaman, was tust du hier? Willkommen, ich verkaufe Items, die dir bestimmt gefallen. Schau dich ruhig um. Was denn so? Okay, kostet 1000 Bit. Ein fluoreszierendes Getränk, das in der Wüste verkauft wird. Dateinsoda. Heißes Wasser. Tiefseefans Infini-Wasser. Phantomnektar. Wow. Ich weiß halt nicht, was das macht. Und es wird mir auch nicht gesagt, deswegen bin ich da mal vorsichtig. Ein Kunde. Schön, dich zu sehen. Noch schöner wäre es, wenn du etwas kaufen würdest. Riskante Sachen hat sie. Teufelschip. Erhöht Stärke und Weisheit um 100, aber senkt Leben um einen Tag. Yo, als ob. Nee, also. Waren jetzt nicht so die hilfreichen Bewohner, die wir hier angeheuert haben, glaube ich. Macht aber nichts. Ich könnte auch die Börse zeigen. Die ist hier bei Metall bei Etemon. Ich habe hier die Möglichkeit, Sachen zu kaufen. Ich sehe halt, wie die sich so entwickelt haben vom Preis her. Zum Beispiel der Topf hat vor einer Woche 55 Bit gekostet. Gestern 98. Das heißt, hätte ich ihn vor einer Woche gekauft und dann gestern verkauft, hätte ich ein bisschen Gewinn gemacht. Börse halt. Aber momentan sind die alle hier irgendwie ein bisschen auf Rückzug. Der Topf wird auch wieder billiger. Der Lithograph genauso. Der ist von 370 auf 124 gefallen. Der Knochenschmuck wird zwar ein bisschen teurer, aber wirklich nur ein bisschen. Da lohnt sich der Gewinn eigentlich nicht. Deswegen kaufe ich das auch nicht. Aber ganz cool, dass es das gibt. Jetzt noch zum Zema-Level. Ich habe nämlich ein neues und würde jetzt ganz gerne eine neue Fähigkeit holen. Und zwar die hier, denn dadurch kriegen wir einfach mehr Zema-EP. Wahrscheinlich nicht viel und so, aber dann steigt das Level vielleicht doch ein bisschen schneller. Und als nächstes würde ich dann ganz gerne hier rauf gehen. Dann hier drauf und dann auf den BP-Meister. Aber das wird alles noch ein bisschen dauern, fürchte ich. Naja. Gut, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was wir jetzt noch machen können. Der Part ist sowieso viel zu lang. Im nächsten Part werden wir dann, glaube ich, in diesen Kern vordringen. Das kann interessant werden. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und ja, ich hoffe, Rosemon überlebt das bis morgen noch. Okay, gut. Danke fürs Zusehen. Bis dahin, wie immer, alles Gute. Okay.